Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Biomutant mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich wollte nur sagen... Oh, warum machst du das? Warum ins Wasser? Ich bin ja auf der Suche nach diesem Dings da hinten, wo wir in der letzten Folge nicht weiterkamen. Und dann habe ich gesehen, hier ist ja Klumpi. Klumpi Muffin. So, jetzt bist du erstmal dran. Das habe ich nämlich auch mitgekriegt. Endlich. Bisschen für freies Feld sorgen. Die ging ja sofort kaputt. Bei diesem Tempo ist der Glibber grandios. Was ist denn das hier? Na endlich. Ich glaube, hier können wir an Land gehen. Da ist auch noch mal ein Meditationspunkt. So. Dann machen wir erstmal mit den Früher Tieren. War das Schwebeboot viel in Betrieb. Mittlerweile aber nicht mehr so sehr. Ich will doch gar nicht zu Klumpi. Ich will erstmal hier. Mal sehen. Mal sehen. Ja, da ist Klumpi. Hier sind auch noch andere Dinger da. Kleidernässer. Banditenraserei. Nein, ich will nicht zu dir. Noch nicht. Ich will jetzt mal hier hin. Oder wäre mal rübergekommen. So, jetzt sind wir hier. Und da hinten muss ich hin. Jetzt gehe ich erstmal, bevor ich zu Klumpi gehe. Gucken wir erstmal, da sieht man den Turm schon. Ob man da hinkommt. Nur mal schauen. Ja, das habe ich befürchtet. Hier ist der grüne Öf. Ja, wollen wir mal gucken, was Klumpi sagt. Oh. Ja, ich habe zwischendurch was verkauft. Jetzt. Kann kaum glauben, dass du der Welt helfen willst. Die meisten anderen stopfen sich lieber voll und warten ab, was passiert. Sagt, er mag es gerne heiß, damit er backen kann. Beim Backen verstreicht die Zeit. Fragt sich, wie du immer noch daran glauben kannst, etwas ändern zu können. Und wenn du es versuchst, welchen Weg wirst du einschlagen? Du glaubst, die Welt retten zu können. Doch sie ist so viel größer als du. Größer als alle. Schließlich sagt, das Leben ist wie eine Mahlzeit, die zu groß ist. Wer das eine isst, hat nicht genug Platz im Magen, um etwas anderes zu probieren. Und jetzt wird die Küche dicht gemacht. Assa! Meint, das sei eine Metapher. Denk einfach darüber nach. Doch. Sieht so aus, als wolltest du jetzt selbst in der Küche arbeiten. Oh, Hakela. Du hättest sitzen bleiben und auf Nachschlag warten können. Doch stattdessen wolltest du selbst kochen. Kasaka? Hörte, du isst gemeinsam mit den Myriad. Er erinnert sich noch daran, wie gut ihnen sein Essen schmeckte. Du Sumpfata. Da widerspricht er dir nicht. Doch die Gesellschaft beim Essen ist nicht so wichtig wie das Essen selbst, nicht wahr? Ja, sagt, doch. Er habe einen Klumpen in seinem Bäuchlein. So fühlt es sich an, seit die Welt auf dem Kopf steht. Doch er ist überzeugt, dass du sein Grummeln beseitigen kannst. Gamataya? Du brauchst Schmeckse. Ihr beide braucht welche. Sie sind das süßeste Futter für die Seele. Besonders seine Knickse sind extrem Niam-Niam. Oh
Gott. Für ihn besteht eine ausgewogene Ernährung aus einem mundgerechten Schmecks in jeder Hand. An denen ist rein gar nichts klebrig oder klumpig. Kein bisschen. Rico schätzt, es mangelt ihm an genug Schmecksen. Klumpi sagt, dass er gerade höchstens einen Schmecks nicht zubereiten kann. Keiner will einen Schmecks nicht. Doch ohne einen neuen Funkenstecker wird sein Ofen nicht warm. Gizmo hat ihm beigebracht, wie man Funkenstecker aus Mototrieben herausschraubt, die unter der Haube von Räderschrott stecken. Dir sollte das sogar noch leichter fallen. Jacinto. Sobald er den Funkenstecker hat, macht er ein spezielles Bucky nur für dich. Dank dir, dass du seinem Bäuchlein hilfst. Wie stark die Schatten schrumpfen. Hast du gehört? Vermisst das Dunkel. Keiner vermisst das Dunkel. Das tust du jedes Mal, wenn du mich angreifst. Tja, es gibt immer ein nächstes Mal. Der ist da hinten. Da in diesem Tunnel. Ja, cool, dann machen wir das gleich mal. Wir holen mal... Ah, ich mache es wieder verkehrt. Unser Tier. Ich meine, der steht da unten in der Ecke, ne? Wo ist denn? Ich weiß nicht, was du bist, aber ich mag dich. Frei wie der Wind. Oh, spring doch mal! Ich glaube, die mögen mich nicht. Nein, die mögen mich nicht. Ach, ich wollte noch weghüpfen. Aber wenn der in seine... Der schlägt aber auch dann auch zweimal, ne? Oh. Wer bist du denn? Sagt, der Klonkoboter sei niedlich. Hofft, dich bald wiederzusehen. Ein Pilger, dass sie immer essen müssen. Stützt du dich auf deinem Schwanz auf? Da müssen wir hin, das ist mir klar. Da war ja auch schon die Markierung. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Na, hier nicht. Aha. Ich guck mal, ob hier noch was Schönes ist. Warum jetzt bedrohliche Musik? Nanu, sag mal. Warum springst du nur einmal? Hab ich jetzt nicht kapiert. Hier unten kann man sich leicht verstecken. Ja, und wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Jetzt ist aber natürlich Kacke. Bloß ich muss doch hier hin. Ah, Mann. Oh, das macht jetzt keinen Sinn. Komme ich denn da wenigstens wieder zurück? Ach, was ist das denn hier? Guck,
Ich drück auf die Sprungtaste. Er reagiert gar nicht. Was ist das für ein Quark? Wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht da oben? Hier ist was. Oh, eine Idee. Hau den Deckel von diesem Schlammlaster runter. So wird sich alles hier füllen und du kannst den Mensch. Eingang erreichen. Jetzt sowas. Das ist doch... Warum fällt denn er da runter? Jetzt kommt so ein Quicktime-Quark da. Also, jetzt ist warm. Hört auf, mich mit so einem Scheiß zu beerdigen. Aha. Da ist aber viel Öl drin. Da ist aber richtig viel Öl drin. Da ist aber übertrieben viel Öl drin gewesen. Was anderes machen. Warum geht denn das nicht? Ich hab doch Energie. Ach, drück auf den falschen Trigger. Das wollte ich machen. So. Wo bist du? Sackgesicht. Sackgesicht. Mein Hut. Der ist hässlich. Naschkram. Ach ja, ich wollte ja noch was. Richte einfach die Knotenpunkte aus und ziehe dann. Aber lass dich nicht schocken. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Du hast den Stecker. Jetzt bestimmst du, wo gefunkt wird. Ja, in deinem Hintern. Du musst dich um deine Angelegenheiten kümmern. Hübsch. Adrenalinspritze. Jetzt, er ist da einfach reingesunken. Ey. Das ist doch... Da haben sie den Rand nicht sauber gesetzt oder so. Nehme ich mal an. Das ist so dumm. Ja. Ja. So, geschafft. Endlich. Ala Hababa. La Sima Vukul Akutu. Klumpi hat es warm, dank des brennenden Ofens. Du hast ihm genug beschafft, damit er bis zum Ende der Welt weiterbrennt. Ilihitatu. Da der Ofen jetzt Funken sprüht, ist es Backzeit. Wer des Süßen würdig sein will, muss Bitteres geschmeckt haben. Und er sieht, dass du das zur Genüge getan hast. Gamataya? Leider ist sein Vorrat an Leckerstaub zur Neige gegangen. Das bedeutet, er kann seine Spezialschmeckse nicht backen. Knusperwunder. Hamengihalahai. Bring ihm Leckerstaub. Dann bereitet er dir Fritten. Schätzt, dann kann er dich mit einem Knusperwunder ver... Die ganze Welt scheint zu leuchten. Wie ich es immer gesagt... Es ist so lange nicht... Mir reicht es... Zu viel ist... Flucker? Klumpi sagt, es gibt noch Reste.
Tusumfata. Vielleicht ist die Zeit reif, dem Ankati-Stamm einen Besuch abzustatten. Tusumfata. Findet, dass du zu viel Mühe aufs Helfen verschwendest, wenn du einfach nur die Dinge sein lassen. Riku. Ihr seht. Ala Hababa. Klumpi sagt. Ich brich das es ab. Es ist alles wiederholend und. Oh. Ich will mal gucken, wir haben Aura gekriegt. Nein. Ach so, wir haben ja einen Aufstieg. Ich brauche Glück. Für mich allein. Ja. Obwohl ich das nicht auswähle, das ist ja immer doof. Finde Leckerstaub. Der ist jetzt da hinten. Ah, da kann ich reisen. Das ist gut. Oh Mann. Ping-Ping-Händler hier in dem Dorf habe ich auch noch nicht nur alles. Nur weil es hier einen Strand gibt, musst du nicht gleich abtauchen. Dann wollen wir mal die Händler besuchen. Sagt, für dich gibt es einen Kumkuma. Ja, ist ja gut. Du hast gute Sachen. Verkaufen. Guck mal, ich habe gute Sachen. Ich habe nur gute Sachen. Schwammblubber. 5 Schwammblubber habe ich. Ach so, die kann ich verkaufen. Dann machen wir das mal. Ich könnte alle verkaufen. Der zeigt da wahrscheinlich auch nicht alle an. Die anderen Sachen behalte ich aber. So, dann haben wir Geschäfte mit ihm gemacht. Oder mit ihr. Oder mit Iris. Hallo? Hi? Hier sollen irgendwelche Geschäftlichkeiten sein. Wo sollen die sein? Was ist denn das für ein Dorf? Geht das noch höher? Ah. Da oben ist das richtige Dorf. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. Cool. Was? Honigdung? Was habe ich da gelesen? Da ist zum Beispiel schon ein. Ah, hier gibt's Aufgaben. Dro eku dadrea. Mein Iljapkap rev grejab. Eine Bewegbepa man parapopak. Er schätzt jedoch seine Alleinzeit und ich hab keine Lust mehr, mir das anzuhören. Tut mir leid. Mein Sohl zuletzt gesehen zu haben. Babo pi payakukulma. Das ist gar keine so üble. Kipahuino pachigadela echaunu. So. Du hast auch was? Jetzt. Sagt die Idee war, ein Bad zu nehmen, um sich zu waschen. Aber ein Loch mit Schmutzschleim war dafür wirklich nicht die beste Wahl. Jetzt hilft nur noch eine riesige Bürste, um wieder sauber zu werden. Sagt die sobald du sie hast. So, ich nehme das nun mal schnell an. Was ist das? Bis gleich. Oh, jetzt habe ich verkackt. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Ich habe mich schon. Es ist einfach zu warm heute. Ich bin wieder da. In der Nähe müsste sich Leckerstaub befinden. Halte nach einem Ofen Ausschau. Nimm den Tag in dich auf. Hä? Was willst du denn jetzt von mir?
dicker Staub? Halte nach einem Ofen Ausschau. Ja, das war jetzt, ist jetzt ja wieder. Oh, ein schöner Helm. Den gucken wir uns nochmal an nachher. Ah, hier war ich schon drin, glaube ich. Warum zeigst du da oben hin? Das ist verwirrend. Geh jetzt mal hier hoch. Klagt über den Verlust des eigenen Kindlings durch den Lotusanführer. Möchte sie... Fragt sich, ob du wirklich so heldenhaft bist. Sagt, der Lotusanführer wollte das Kindling dem Lupalupin opfern. Wie furchtbar! Du solltest den Lotusanführer finden können. Er hält sich immer bei anderen Lotus auf. Will, dass du den Lotusanführer... Schätzt, nur du bist stark genug, um die Birne... Scheint damit zu... Ja, der Lotusanführer, wir kriegen jetzt hier noch ein paar Aufgaben. Wir haben ja auch noch nicht genug. Nein, 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 da ist noch Platz für mehr. Das ist eine Kiste, die man aufmachen kann. Warum konnte ich ihn jetzt wieder nicht bewegen? Der bleibt dann da stehen und reagiert erst gar nicht. Da müssen wir hin. Hier war doch irgendwo... Da, da will ich jetzt erstmal rauf. Da ist wieder ein Händler. Damit wir gleich mal sehen. Immer fehlt mir Material. Und wie? Den Händler. Behalte deine Ziele für. Behauptet, dass du nirgendwo best. Fernkampftypen? Wie kriegen wir Teile? Aha. Verstrahlt hört sich ja sehr gut an. Mitrisch radioaktiv. Den kaufe ich mir. So. Ich will mal was verkaufen. Das sind irgendwelche Questgegenstände. Aha, 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 aha. Hier. Muss ich was verkaufen? Ach, eigentlich habe ich genug Geld. Wir kaufen noch mal. Was haben wir denn hier? Weiß nicht, ob das gut ist. Durchdringung, Mündung. Die finden die so doof. Das sind grüne. Grüne kaufe ich nicht. Jetzt hast du, was du wolltest. Überragende Beute fehlt mir noch und ein Ressourcentotem. Überragende Beute. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ich muss aufbrechen. Das war sie. Das wusste ich doch nicht. Geh weg. Hier war ich drin. Die putzt hier. Nein, ich will nicht mit dir interagieren. Finden wir die überragende Beute. Klagt über den Verlust des eigenen Kindes. Möchte sich rächen. Fragt sich, ob du wirklich so Helden hast. Es ist doof, ne? Es ist ja schön, dass es sowas gibt, aber schätzt immer das Gleiche. Immer. Das ist ja nicht mal dasselbe, das ist das Gleiche. Eine olle Kette. Ja, warte. Ist er weg? Bist du schon bereit für die Nacht?
Wo soll denn das sein hier mit dem Staub? Seid ihr... Oh, Fliege, hau ab. Ich habe einen offenen Ofen. Und du? Wieder so eine Quest, wo man denn raten muss, was man machen soll. Was soll ich? Da ist der Staub. Da oben. Wie soll ich den denn fangen? Hä? Mit was? Ach so, ich könnte ja mal mit der... Da komme ich auch nicht hoch. Ne? Das ist der Ofen. Jetzt dreh einfach die Heizregler auf. Oh, seid ihr bescheuert? Der Ofen fliegt in die Luft. Es ist... Es ist doch wohl ein... Nee. Ich lade neu und dann sehen wir weiter, ne? Ich werde das jetzt hier speichern. Und dann lade ich den Spielstand neu und dann werden wir ja sehen, was passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.